In diesem Video wollen wir uns einmal das Wahlergebnis der einzelnen Bundesländer anschauen. Und zwar schauen wir mal, wie stark welche Partei also in einem bestimmten Bundesland geworden ist. Und wir schauen auch mal auf das Ergebnis von 2013, um zu verstehen, wie stark hat eigentlich eine bestimmte Partei verloren oder gewonnen in einem bestimmten Bundesland. Blicken wir ganz kurz auf das vorläufige amtliche Endergebnis zur Bundestagswahl 2017. Die Union ist die stärkste Kraft geworden mit 33,0%. Allerdings sind das deutliche Verluste, die die Union hat hinnehmen müssen im Vergleich zur Bundestagswahl von vor 4 Jahren. Ebenfalls deutliche Verluste hat die SPD hinnehmen müssen, die jetzt auf 20,5% kommt und damit ihr historisch schlechtestes Ergebnis in der Bundesrepublik Deutschland eingefahren hat. Allerdings bei der Union ist das nicht unbedingt viel besser. Es ist das zweitschlechteste Ergebnis überhaupt seit 1949. Die AfD zieht erstmals in den Deutschen Bundestag ein und kommt auf 12,6% der Stimmen und hat damit die größten Gewinne eingefahren von allen Parteien. Die FDP auf Rang 4 hat allerdings auch sehr klare Gewinne eingefahren und kommt auf 10,7%. Und dahinter haben es die Linkspartei mit 9,2% und die Grünen mit 8,9% auch sehr klar in den Deutschen Bundestag geschafft. Für die Linke ging es 0,6% nach oben, für die Grünen 0,5%. Das heißt, die Gewinne sind nur relativ kleine, also marginale. So, damit können wir die Analyse der einzelnen Bundesländer beginnen. Wir beginnen bei Baden-Württemberg, das soll hier alphabetisch erfolgen. Und ihr seht jeweils bei allen 16 Bundesländern jeweils zwei Balken für eine Partei, einen etwas schwächeren und einen etwas stärkeren. Und dieser schwächere Balken steht für das Wahlergebnis von 2013. Der kräftige Balken steht für das Wahlergebnis von 2017 in den jeweiligen Bundesland. Und wenn wir also dieses Ergebnis hier betrachten für Baden-Württemberg, dann sehen wir zum Beispiel ganz starke Verluste bei der CDU. Das sind insgesamt 11,3%, die die CDU verloren hat im Vergleich zur letzten Wahl. Die SPD hat allerdings auch verloren, 4,2%. Und damit haben genau die beiden Parteien in Baden-Württemberg verloren, die auch insgesamt Verluste haben hinnehmen müssen. Wir werden allerdings auch gleich in anderen Bundesländern sehen, es gab auch Bundesländer, da haben zum Beispiel die Linken und die Grünen auch was verloren. Also es ist nicht überall so, dass überall die Linken und die Grünen, die FDP und die AfD gewonnen haben. So, es gab, das sei an dieser Stelle gesagt, in Baden-Württemberg 38 Bundestagswahlkreise, demzufolge auch 38 Direktmandate, die zu vergeben waren. Und alle 38 Direktmandate wurden von der CDU gewonnen. Da gab es also für die anderen Parteien nichts zu holen. Wenn wir nach Bayern blicken, dann sehen wir zwar die CSU weiterhin ganz klar vorne, allerdings sind die Verluste doch sehr klar und sehr deutlich. Es sind 10,5%, die die CSU im Vergleich zur letzten Wahl verloren hat. Das hat man sich sicherlich bei der CSU auch ganz anders vorgestellt. Dagegen hat die AfD in Bayern mit 8,1% die größten Gewinne eingefahren. Und auf etwas anderes will ich hier an dieser Stelle auch noch hinweisen, nämlich zum Beispiel auf die Linkspartei. Die hat nämlich 2,3% dazu gewonnen. Und es gilt immer zu bedenken, dass die Linke, die hat ja insgesamt Gewinne eingefahren, die Linke hat in Ostdeutschland eigentlich teilweise sehr stark verloren. Das werden wir gleich noch sehen. Aber sie hat insgesamt ein Plus dort stehen, weil sie in Westdeutschland insgesamt doch zugelegt hat. 2,3% in Bayern, das sind 6,1% also dieses Mal. Und dies führt also am Ende dazu, dass die Linke ein Plus von 0,6% erzielt hat. Ansonsten sehen wir, die FDP verdoppelt ihren Gewinn, die Grünen sind leicht im Plus, die SPD dagegen verliert in einer Größenordnung wie in Baden-Württemberg, nämlich 4,7%. Ein Wort noch zu den Direktmandaten. Es gab insgesamt 46 zu holen. Und zwar war das eins mehr als bei der letzten Bundestagswahl. Da gab es also eine Verschiebung. Und wenig verwunderlich hat die CSU alle Direktmandate geholt. Jetzt blicken wir auf Berlin. Da ist ja, sagen wir mal, das Ergebnis immer etwas ausgeglichener von den Parteien her gesehen. Da gibt es nicht so eine klare Partei, die da vorne liegt. Das haben wir schon bei den Landtagswahlen im letzten Jahr gesehen. Und das bestätigt sich jetzt auch hier bei der Bundestagswahl. Wir haben zum Beispiel, wenn wir auf die Direktmandate blicken, eine relativ breite Streuung. 4 Direktmandate hat die CDU gewonnen, 4 hat die Linkspartei gewonnen, 3 hat die SPD gewonnen und ein Direktmandat haben sich die Grünen geholt. Das ist das einzige Direktmandat, das man sich geholt hat.
Und wenn wir jetzt auf die Werte schauen, dann sehen wir, die stärkste Partei, die CDU, hat da gerade einmal 22,7% erzielt. Die Linke holt sich den zweiten Rang mit 18,8%. Da sind es ganz leichte Gewinne, die die Linke erzielt hat in Berlin. Und die größten Verluste in Berlin hat nicht die CDU erzielt, sondern die SPD mit minus 6,7%. Die größten Gewinne aber auch hier hat die AfD zu verzeichnen mit plus 7,1%. Jetzt schauen wir auf ein weiteres Bundesland in Ostdeutschland, nämlich Brandenburg. Und da sehen wir etwas, was sehr typisch ist für Ostdeutschland. Das werden wir bei den anderen Bundesländern noch sehen. Die CDU verliert recht stark, nämlich 8,1%. Die AfD kommt da auf den zweiten Rang, und zwar auf 20,2%, ein Plus von 14,2%, also ein zweistelliger Gewinn für die AfD in Brandenburg. Und gerade diese starken Ergebnisse in Ostdeutschland führen dazu, dass die AfD insgesamt über 12% erzielt hat. Dahinter ist es ein enges Rennen um Platz 3. Sowohl die Linke als auch die SPD haben deutlich verloren. Die Linke hat 5,3% verloren, die SPD etwas mehr, nämlich 5,6%. Insgesamt bleibt die SPD leicht vor der Linkspartei. Dann schauen wir nach Bremen. Und eigentlich ist Bremen ja mehr so eine sozialdemokratische Hochburg, aber wir sehen, der Vorsprung zur CDU ist kleiner geworden, weil die Verluste der SPD sehr groß waren, nämlich 8,8%, und die Union, also die CDU in diesem Fall, hat 4,2% verloren. Es gab zwei Direktmandate in Bremen, die haben sich allerdings beide die sozialdemokratischen Kandidaten geholt. Und ein Wort noch zu Brandenburg, da hatte ich es nämlich nicht erwähnt. Da gibt es 10 Direktmandate und 9 hat die Union, also die CDU, gewonnen und 1 hat sich die SPD geschnappt. Ansonsten sehen wir, wenn wir hier bei Bremen sind, bei den Gewinnen, dass die FDP fast gleich große Gewinne erzielt hat wie die AfD. Und wenn wir jetzt nach Hamburg blicken, dann sehen wir, ist zum Beispiel nicht immer in jedem Bundesland es so, dass die AfD auch die größten Gewinne erzielt hat. Hier ist es nämlich so in Hamburg, dass die FDP mit 6,0% dazugewinnen die größten Gewinne auch erzielt hat und so einen zweistelligen Wert erreicht hat. Interessant für Hamburg ist eigentlich, dass die CDU stärker geworden ist als die SPD. Beim letzten Mal war es noch andersrum, ganz leicht, aber auch Hamburg ist ja eigentlich eine sozialdemokratische Hochburg und da sind die Verluste doch sehr stark, nämlich 8,9% hat man verloren, 4,8% hat die CDU verloren. Was die Direktmandate betrifft, allerdings hat die SPD 5 geholt und die CDU einen. Dann richten wir den Blick nach Hessen. Dort ist es ein Bild, das ganz nah dran ist an den Gewinnen und Verlusten der Gesamtwahl, nämlich 8,3% Verluste für die CDU, 5,3% für die SPD. Das kommt in etwa dem Ergebnis hin, wie es ja auch sich am Ende gestaltet hat. Die Grünen haben allerdings in Hessen verloren, 0,3% geht es nach unten. Auch in Bremen haben die Grünen verloren, nämlich minus 1,1%. Und hier sieht man also, die Grünen haben nicht überall dazugelegt, sondern es schwankt eigentlich bei ihnen. Das werden wir am Ende dieses Videos nochmal sehen. Ansonsten starke Zugewinne für die FDP plus 6%, die AfD plus 6,3% hat noch etwas größere Gewinne erzielt. Auch die Linke hat in Hessen klar zugelegt plus 2,1%. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir jetzt ein typisches Bild, wie ich eben schon gesagt habe, für Ostdeutschland. Platz 1 für die CDU mit starken Verlusten, die AfD mit starken Gewinnen auf Rang 2. Auf Rang 3 die Linke, die allerdings auch klar verloren hat in Mecklenburg-Vorpommern, minus 3,7%. Und die SPD als viertstärkste Kraft hat 2,7% verloren. Ein Satz noch zu den Direktmandaten in Mecklenburg-Vorpommern. 6 Stück gab es zu holen und 6 Stück hat sich die CDU geholt in Hessen. Das sei ergänzend noch gesagt, gab es 22 Direktmandate zu holen, 17 hat sich die CDU geholt und 5 gingen an die SPD. Jetzt schauen wir nach Niedersachsen, da steht ja auch demnächst noch die vorgezogene Neuwahl des Landtags an. Insofern ist es natürlich durchaus spannend, da auch mal drauf zu blicken. Da sehen wir insgesamt, CDU und SPD haben relativ, naja, zumindest noch relativ starke Werte, wenn man die mal zusammen addiert. Die Verluste sind etwa gleich groß, minus 5,6% bei der SPD, minus 6,1% bei der CDU. Die SPD hat 14 Direktmandate geholt, die CDU 16, also es ist relativ ausgeglichen gewesen. Und wenn wir auf die weiteren Parteien schauen, dann sehen wir, die AfD ist in Niedersachsen einstellig geblieben,
hat allerdings dort die größten Gewinne erzielt, plus 5,4%. Die FDP hat plus 5,1% als Gewinne erreicht, was also fast genauso groß ist wie die Gewinne der AfD. Ebenfalls einstellig ist die AfD in Nordrhein-Westfalen geblieben, 9,4% sind es dort gewesen. Und die größten Gewinne hat hier die FDP erzielt, plus 7,9% ging es herauf auf 13,1%. Und damit ist die FDP in Nordrhein-Westfalen die drittstärkste Kraft. Wenn wir auf die beiden großen Parteien blicken, dann sehen wir die größeren Verluste bei der CDU, minus 7,1%. Bei der SPD sind die Verluste allerdings auch sehr groß, minus 5,9%. Und hier auch ein Blick auf die Direktmandate. 26 gingen an die SPD, 38 an die CDU und die Linke hat auch hier, wie eben in Niedersachsen, dazu gewonnen. Plus 1,3% sind es in Nordrhein-Westfalen gewesen. Wenn wir nach Rheinland-Pfalz blicken, dann sehen wir ein ähnliches Bild wie eben. Allerdings sind die Verluste der SPD in Rheinland-Pfalz gar nicht so groß, minus 3,3%. Die CDU hat hier minus 7,4% verloren. Und auch hier wieder ein Wort zu der Linkspartei, die hat nämlich hier plus 1,4% dazu gewonnen. Also jetzt versteht ihr vielleicht auch noch besser, warum die Linke am Ende ein Plus unterm Strich hatte. Die Grünen haben im Grunde ihr Niveau gehalten, minus 0,1%. Dann schauen wir mal ins Saarland. Dort liegt die CDU weiterhin vor der SPD. Wenn wir auf die Verluste blicken, dann konnte die SPD im Grunde ein bisschen aufholen auf die CDU, minus 5,4%. Bei der CDU minus 3,9% bei der SPD und die SPD konnte sich auch ein Direktmandat im Saarland holen. Alle anderen drei gingen an die CDU. Und sonst sehen wir auf Rang 3 die Linkspartei plus 2,9%. Das ist das beste Ergebnis in Westdeutschland für die Linke. Die AfD schafft es knapp über 10% auf 10,1% plus 4,9% sind es. Die FDP gewinnt 3,8% dazu, verdoppelt also ihre Stimmenzahl bzw. ihre Prozentzahl. Und die Grünen gewinnen leicht hinzu und kommen auf 6,0%. Dann der Blick nach Sachsen. Und dort ist es so, dass die AfD die stärkste Partei geworden ist. Knapp, aber sie ist es geworden. 27,0% sind es dort. Das ist ein Plus von 20,3% im Vergleich zur letzten Bundestagswahl. Die CDU auf Rang 2 kommt auf 26,9% und hat minus 15,8% Verluste hinnehmen müssen. Dahinter auf Rang 3 kommt die Linkspartei mit 16,1%, minus 3,9%. Also im Osten hat die Linkspartei doch klar verloren in der Regel. Und in Sachsen kommt die SPD auf 10,5%, minus 4,1%. Die Grünen haben verloren, minus 0,3%. Und die einzigen Gewinner neben der AfD ist die FDP mit plus 5,1%. Und in Sachsen gab es 16 Direktmandate, eins hat die Linke geholt, 12 hat die CDU geholt und die AfD hat dort ihre drei Direktmandate geholt, die sie am Ende erzielt hatte. Dann schauen wir nach Sachsen-Anhalt. Dort ist es so, dass die CDU ganz vorne liegt, 30,3%, allerdings auch wieder mit zweistelligen Verlusten. Die AfD legt 15,4% zu und kommt auf Rang 2 mit 19,6%. Auf Rang 3 dahinter die Linke, die sehr deutliche Verluste eingefahren hat, minus 6,2% und die SPD verliert nochmal 3% und kommt jetzt auf 15,2% in Sachsen-Anhalt. Als nächstes blicken wir nach Schleswig-Holstein. Dort gibt es ja seit ein paar Wochen schon eine Jamaika-Koalition. Dort ist es so, dass die CDU nicht ganz so viel verloren hat wie die SPD. Minus 5,2% für die CDU, aber minus 8,3% sind es für die SPD. Alle anderen Parteien, die in den Bundestag eingezogen sind, haben Gewinne erzielt. Und zwar 7% hat die FDP dazu gewonnen, 3,6% die AfD, 2,6% die Grünen und 2,1% die Linke. Das heißt, wenn wir nach Schleswig-Holstein schauen, dann sehen wir, dass die FDP und die Grünen, die Koalitionspartner, also der CDU im Landtag, doch klare Gewinne eingefahren haben. Und gerade bei den Grünen ist das ja etwas, was man hervorheben sollte, denn wir haben gesehen, es gab ja nicht überall Gewinne für die Grünen. Und auch hier in Schleswig-Holstein ist die AfD einstellig geblieben. Und zu guter Letzt schauen wir noch nach Thüringen. Dort regiert ja Bodo Ramelow von der Linkspartei, aber das hat jetzt der Linken nicht geholfen. Die Verluste sind sehr groß, minus 6,6%.
Damit fällt die Linke auf 16,9%. Auf Rang 1 ist die CDU, aber die hat ganze 10% verloren. Die AfD hat 16,5% hinzugewonnen und kommt jetzt auf 22,7%. Und Verluste gab es auch noch für die SPD und für die Grünen. 8 Direktmandate gab es in Thüringen, alle 8 hat die CDU gewonnen. Und ansonsten, ich hatte das jetzt für Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt nicht gesagt, in Sachsen-Anhalt gab es 9 Direktmandate und alle 9 hat die CDU geholt. Und in Schleswig-Holstein gab es 11 Direktmandate, 10 gingen an die CDU und eines gewann die SPD. Damit können wir abschließend Folgendes festhalten. Wir können nämlich hier mal schauen, welche Partei hat sich jetzt wie verändert im Vergleich zum Jahr 2013. Da seht ihr also jeweils die Gewinne und die Verluste. Ihr seht bei jeder Partei mindestens ein grün hinterlegtes Feld. Das ist dann das Bundesland mit den größten Gewinnen oder mit den wenigsten Verlusten im Falle von SPD und Union. Denn bei der SPD und bei der Union war es so, dass in jedem Bundesland Verluste vorliegen. Deswegen also ist in grün hinterlegt das Bundesland, in dem es die geringsten Verluste gegeben hat. Bei der SPD war es in Mecklenburg-Vorpommern der Fall. Bei der Union, in dem Fall also bei der CDU, war es Bremen. Ansonsten bei allen anderen Parteien, Linke, Grüne, FDP und AfD, ist ein grün hinterlegtes Feld auch mit einer positiven Zahl versehen. Die Linke hat zum Beispiel die meisten Gewinne in Bremen und Hamburg erzielt. Das sind natürlich vergleichsweise flächenmäßig kleine Bundesländer. Aber trotzdem, es sind Westbundesländer, das sollte man dazu sagen. Wenn man auf die Gewinne schaut, dann sieht man, dass eben auch Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland sowie Schleswig-Holstein dazu zählen, also alles Westbundesländer, in denen die Linke dazu gewonnen hat. Die Grünen haben ihre größten Gewinne in Schleswig-Holstein eingefahren, dort wo man also seit neuestem in einer Jamaika-Koalition regiert. Aber auch in Baden-Württemberg ging es 2,4% hinauf. Möglicherweise spielt da eben Winfried Kretschmann auch eine Rolle. Und obwohl die Grünen also sehr oft ein Minus vorne dran haben, haben sie am Ende dazu gewonnen, weil sie eben in Bundesländern wie Baden-Württemberg und in Bayern Gewinne erzielt haben und dort eben auch besonders viele Wahlberechtigten leben. Und die Verluste, wenn wir sie uns anschauen, sind fast nie größer als 1%. Wir sehen den größten Verlust in Bremen. Bei der FDP ist der größte Gewinn in Nordrhein-Westfalen zu finden. Bei der AfD ist es jener in Sachsen. Und ihr seht auch jeweils in Rot hinterlegt dann also den größten Verlust oder den schwächsten Zuwachs bei einer Partei. Bei der Linken gab es die größten Verluste in Thüringen, bei der SPD in Hamburg, bei den Grünen in Bremen. Bei der FDP waren es ja nur Zugewinne in allen Bundesländern. Im Saarland allerdings gab es die wenigsten Gewinne mit 3,8%. Die CDU hat in Sachsen am meisten verloren und die AfD hat in Hamburg und in Schleswig-Holstein am wenigsten hinzugewonnen. Das also mal zur Betrachtung der einzelnen Bundesländer. Und jetzt gibt es noch ein drittes Video zur Bundestagswahl 2017 mit nochmal anderen Analysen. Und der Link zu diesem Video ist unten in der Beschreibung beigefügt.